Mein Name ist Mehdi Sadeh, ich bin CEO und Founder von Yume. Yume ist eine Social Media App mit integriertem Payment System, mit dem Yume Coin. Yume ist dadurch entstanden, da ich selber von Anfang an mit Kryptos gehandelt habe, auch sprich Bitcoin, dass mir aufgefallen sind, dass Bitcoin sehr viele Kinderkrankheiten hat. Und die haben mich halt sehr lange Zeit aufgeregt und irgendwann habe ich mir selber gesagt, die Fehler oder die Probleme, die Bitcoin hat, die würde ich gerne beseitigen. Und das habe ich dann 2016 mit einem 13-Mann-Entwicklerteam in Yumecoin gemacht. Die Zukunft von Yume sieht folgendermaßen aus, dass ich natürlich versuchen werde, die ganzen aktuellen Problematiken, die da sind, alle zu vereinfachen, weil ich denke, wir leben viel zu kompliziert, technische Mittel sind genügend da, Ressourcen sind genügend da und das wird nicht ausgenutzt. Stattdessen produzieren wir noch mehr Ressourcen, statt die Ressourcen, die da sind, die Technik uns bietet, auszunutzen. Eine der größten Problematiken waren aus meiner Sicht, dass der normale User, also der normale Nutzer, überhaupt nicht mit Kryptowährungen umgehen kann. Sprich Wallet einrichten, Kryptos kaufen oder Bitcoins kaufen, auf den Börsen gehen, handeln, traden und andere Währungen umzuwandeln. Und mit Yumecoin hast du diese ganze Problematik gelöst. Das heißt, jeder Mensch, der in der Lage ist, eine Chatnachricht zu versenden, wird auch einen Coin versenden können. Mit der Yume-App kann man natürlich auch mit anderen Coins bezahlen. Schneller ist es natürlich mit der Yume-Coins, die in der App integriert sind. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, dass Yume für alle Menschen auf der Welt gleichermaßen zugänglich ist und sowohl die Privatsphäre von den Menschen hergestellt ist, als auch eine optimale Kommunikation und ein fast nahezu kostenloses Zahlungsmittel für die Menschen zur Verfügung steht. Die Yume Blockchain ist dezentral, das heißt, sie kommt ohne Zentralinstanzen wie Banken, kleineren Behörden oder Organisationen aus. Die Vorteile von Yumecoin sind, dass es verschlüsselte Ringsignaturen gibt, das heißt, Sender, Empfänger und Beträge sind immer verschlüsselt. Keiner kann das nachvollziehen. Bei Bitcoin ist die Problematik da, dass, wenn man die Wallet-Adressen hat, auch die ganzen Transaktionen halt nachvollziehen kann. Und mit Yumecoin ist das absolut nicht gegeben. Also mit Yume habe ich versucht, viele abweichende Tätigkeiten, die verschiedene Apps brauchen, habe ich versucht, in einem zusammenzufassen. Und die Schnittstellen für weitere Tätigkeiten habe ich offen gelassen, so dass man in Zukunft auch alles vereinen kann und vereinfachen kann vor allen Dingen. Der Code von Yume ist so weit runterreduziert, dass man überall auf der Welt, egal was man für eine Internetgeschwindigkeit hat, immer Zugang zu der Software hat. Und auch die Verschlüsselung. Wir haben zwar eine sehr hohe Verschlüsselung, aber die Verschlüsselung, das wird weder auf die Batterie noch auf die Leistung des Handys. Das heißt, du wirst immer und überall weltweit Zugang zu der Software haben und optimal nutzen können.